So. Ja, ich fange mal einfach an. Also, wir haben ja Dawn of War Soulstorm beendet. Und ich bin sicher, wenn da schon der Titel da, also die Überschrift da von diesem Video guckt, dann wisst ihr es, worum es geht. Nämlich Dawn of War Dark Crusader. Ja, also, wir fangen jetzt mit diesem Let's Play an. Und ich habe mir auch. Erstmal Video und ganze Einleitung und so Zeug. Erstmal angucken, ne? Wir spielen nämlich die da. Die Toten. Ihr Schweine! Tötet nicht meine Leute! Oh, ist das laut! Verdammt, verdammt, verdammt laut! Die sind so genial, diese Necrons. Der, also ich habe schon gesagt, was wir spielen. Aber das habe ich auch schon Soulstorm gesagt. Die Necrons sind einfach so zu genial, um sie nicht zu spielen. Oh, Monolith. Miau. Oh Gott, das wird so cool. Boom. Oh, was ist denn das denn? Ach, das ist unser Held. Naja, unser Schurke oder unser untoter Freund. Naja, wie auch immer, ich habe mir vorgenommen, das hier zu spielen. Und ich habe vorgenommen, auch hier nach Turok wieder neu zu Let's Playen, falls es euch interessieren sollte. Einfach nur, weil das eine meiner ersten Let's Play waren und es einfach schlecht geworden ist. Also nicht so gut, wie es mir erhofft hatte. Also nehmen wir ein neues Spiel und ich bin eigentlich schon fast bereit, schwer zu nehmen. Aber das ist immer so eine Sache bei Dawn of War. Am Anfang ist ja schwer nicht das Problem. Da sind sie alle noch schwach und dumm. Aber später, wenn ich fast alle besiegt habe, dann sind da Gebiete da, die man nicht erobern kann. Aber die Necrons, die sind eigentlich schon auch schon so eine unbesiegbare Armee eigentlich schon fast. Ich probiere es mal auf schwierig. Wenn ich das Let's Play schaffe, bin ich gut. Bei Sororitas hatte ich einen guten Grund, das nicht auf schwer zu spielen. Denn, naja, das ist nicht die unbesiegbarste Armee und auf normal war das schon ein bisschen schwierig. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei Necrons. Deswegen werden wir das mal auf schwer spielen. Standard. Und ist nun zu einem wilden Schlachtfeld geworden. Warum nicht? Sieben Armeen sind auf dieser einen Welt aufeinander getroffen. Jede von ihnen weigerte sich zu weichen. Und jede von ihnen war überzeugt, im Recht zu sein. Aus dem kamen die Necrons. Die Necrons. Vorzeitliche Maschinen, deren Ziel es war, jegliches Leben auszulöschen. Das Tote, das Böse. Das Übel hatte bereits Augen auf diesen Planeten geworfen. Aus der Tiefe die nervigsten. Die dämonischen Kräfte des Chaos, um ihren eigenen Anspruch durchzusetzen. Um diesen furchterregenden. Die können wir auch nehmen. Schickten die planetaren Herrscher des Sternenreiches der Tau ihre Elitesoldaten und modernste Kampfanzüge in die Auseinandersetzung. Das mächtige Imperium. Die nehmen wir bestimmt nicht. Die imperiale Armee sind so schwach. Wie eine grüne Flut ergossen sich die Orkhorden auf Kronos. Sie kümmerten sich wenig um die Ansprüche der anderen und brachten ihren Kämpfer die Zerstörung. Die sind auch so geil. Die Eldar, alte Feinde der Necrons, tauchten aus ihrem Warpnetz auf, um ihre eigenen Pläne auf Kronos umzusetzen. Naja. Zuletzt kamen die Space Marines, die besten und kompromisslosesten Soldaten des Imperiums. Als sie eine Welt vorfanden, die von Aliens und Ketzern belagert war, begannen sie mit einer großen Säuberungsaktion. Warum nicht? Ein dunkler Kreuzzug hatte begonnen. Er konnte nur mit dem totalen Sieg einer dieser Kriegsparteien enden und mit der totalen Auslöschung aller anderen. Ja, so wie immer. Wir überleben, der Ares wird ausradiert. Also, ich habe ja schon fest vorgenommen, die zu nehmen, aber gucken wir nochmal durch. Das Chaos werde ich schon mal nicht nehmen. Das ist die nervigste Armee, die rumschreit. Die Elder, die sind eigentlich auch ganz praktisch mit ihrer Tarntechnologie. Aber ihre Einheiten gefallen mir nicht so. Das Imperium, das ist die schlechteste Armee, finde ich.
Die können gar nichts. Dann gehen wir mal zu den Orks. Obwohl, die sind auch ganz schön vielfältig. Aber nee, die Orks. Die sind zwar ganz cool, aber die nehmen wir nicht. Die bestimmt nicht. Ja, die haben keinerlei Verteidigung. Ich glaube, schwergewöhnlich mit denen nicht spielen. Die Space Marines werde ich nicht nehmen, weil wir ja sowieso letztes Mal Soulstorm auch mit den halt mit den Space Marines Frauen da gekämpft haben, mit Adeptus Sororitas. Und da werde ich halt nicht nochmal Leute vom Imperium spielen wollen, tun. Ein cooles Let's Play dieses mit Sororitas. Deswegen nehmen wir jetzt die Toten. Sie sind der Necronaut der Gruftwelt, der die lebenden Kronos nennen. Was denn die lebenden Kronos nennen? Von Ionen waren sie für eine Reihe ruhmreicher Auslöschungen in der ganzen Galaxis verantwortlich. Jetzt infizieren die Lebenden erneut die Welt und sie müssen wieder säubern. Ach, was weiß ich. Opfer töten. Töten, töten, töten. Bei Necrons geht's nicht anders. Bei Necrons geht's ums Auslöschen, töten. Die Necrons waren seit Äonen im Sand eingegraben. Sie hatten sich nach dem großen Krieg dorthin zurückgezogen. Hinweise darauf gab es nur in der Geschichte von sehr alten Völkern wie den Eldar. Lange bevor Menschen überhaupt aufrecht gehen konnten, hatten sich die Necrons und ihre dunklen Götter in ihre Gruftwelten zurückgezogen. Aber ihr Schlaf währte nicht ewig. Schließlich wurden sie wieder von ihre völkermordenden Gottheiten geweckt und angetrieben, das Leben auszulöschen, das sich während ihres Schlafs in der Galaxis ausgebreitet hatte. Auf Kronos erwachen als ein Archäologenteam ein geheimnisvolles Grab auf Turabis Hochebene öffnete. Die meisten Teammitglieder starben, aber der Expeditionsführer Thomas McAbee wurde irgendwie einer der mysteriösen Necron Pariah. Anscheinend hatte er einen kleinen Teil seiner Persönlichkeit behalten und sprach so für die stille Armee, als sie ankam. Das ist auch so, der ist der einzige Sprecher in unserer Armee. Sonst spricht niemand. Sie geben nur eine komische zum Kronos, die älteste und mächtigste der unsterblichen Kreaturen auf diesem Planeten, startete sofort eine Auslöschungskampagne. Sein abscheulicher Gott, der Todesbote, hungerte nach dem Tod aller auf Kronos. Boom. Ich glaube, ich stelle mir den Ton ein bisschen leiser, sonst hört man das ja noch. Also der Meckel Dings Zemmelbee. Das ist wirklich unser einzigster Sprecher. Ansonsten ist hier mir wirklich still, wofür ich auch Gott sei Dank froh bin. Ja, ja, ja. Erstmal überlegen, wie wir hingehen. Also hier haben wir Raumhafen, Gruftkriegertruppe ist hier. Deshalb bräuchten wir Wilder Zorn. Oh, das ist auch ganz praktisch. Das werden wir als erstes nehmen wollen. Auch nicht schlecht. Mal erstmal ausrechnen. Eins, warte mal, wir gehen einmal hier. Dann können wir eins, zwei da. Dann können wir eins, zwei mal hier. Dann können wir eins, zwei mal zurück. Und dann können wir da. Und dann da. Oder da. Oder da. Oder da. Also, ich habe mir schon ziemlich viel vorgenommen. Wir könnten schon die Tau Dealer in zwei Runden vernichten. Wow. Wir werden aber als erstes mal. Genau von hier. Ach nee, wir gehen erstmal hier lang. Die Küste von Moria. Ah ja, nee, warte mal, bevor wir das machen, wir speichern das mal. Also, anders bei Soulstorm. Also erobern wir nicht eine Galaxie, sondern diese Welt halt. Das vereinfacht auch alles, finde ich. Und dass ich auch gar nicht mal so schlecht finde, wenn das nur so eine einzige Weltkugel ist, als ganze Planeten mit so vielen Armeen. Also der Soulstorm-Kampagne bestand ja nur fast nur aus Bekämpfen von Festungen und hier wird es wahrscheinlich auch so ähnlich sein, aber ich versuche mal, dass es mal abwechslungsreich wird. Die Necrons ist irgendwie die unterschiedlichste Armee oder eine ganz ganz andere Armee als alle anderen hier. Das ist, keine Ahnung, wie soll ich sagen. Ich werde euch mal einfach zeigen, wie man die spielt. Oder ich werde versuchen, mal die Unterschiede zu erklären.
Also das hier wird ja schon ein bisschen Einführung und Tutorial-Part für was weiß ich, falls euch interessiert. Erstes Beispiel, Bauskarabäen. Bauskarabäen sind die einzigsten, die das hier erobern können. Kein anderer Trupp hier können Horsposten erobern. Erster Unterschied. Das ist ja bei den anderen Armeen nicht so. Unsere Baueinheiten können Horsposten erobern. Das ist ein großer Nachteil, finde ich. Da wir, naja. Oh, da ist unser Lord. Da wir keine Soldaten benutzen können, sowas unterwegs zu erobern, da müssen wir die hier benutzen. Und ebenso ist das mit Ressourcenverteilung. Die Necrons, die benutzen nur Strom, was sehr gut ist, finde ich. Also, wenn die Necrons nur Strom benutzen, brauchen wir auch keine Anforderungspunkte. Und das ist das Schöne. Das vereinfacht auch sehr, sehr vieles. Ebenso wie hier die Necron-Krieger. Die gibt es von Anfang kostenlos und sind da, aber dafür sehr, sehr mächtig. Das ist auch so genial. Ebenso wie Truppe stärken meine Bauskarabinen. Die sind, glaube ich, auch kostenlos. Aber das Gute ist, wenn man so ein Ding erobert, kann man auch direkt so ein Teil platzieren bei denen. Also. Ein Beispiel. Oh, ne, warte mal. Das kostet ja Dings. Das lassen wir mal. Also, die Necrons-Typen sind kostenlos. Und die kann man direkt kaufen. Das auch die Verteidigung, glaube ich, stark vereinfachen würde. Wollen wir mal ein Plasma-Therma-Therma-Ther-Ther-Dingsbums. Die Horsposten haben bei Necrons einen anderen Sinn und Zweck. Klar, es erhöht Truppenlimit und so, aber wenn man so ein Ding eroberst, gibt es hier so einen Zeitbonus. Und naja, das beschleunigt halt die Geschwindigkeit der ganzen Armee. Die Geschwindigkeit, wie das hier gebaut wird, wie sich halt hier die nachproduziert wird, glaube ich, und bis Upgrades erschaffen werden und so weiter. Und die Produktion von Energie, das erhöht sich auch. Also ebenso ist man in der Lage, gut seine Basis zu verteidigen. Obwohl die Gauss-Kanonen ganz schwach sind, muss ich mal ehrlich sagen. Aber man ist deutlich zu vielem in der Lage, wenn ihr. Und wieso man hier die Basis gut verteidigen kann, kann ich euch leicht sagen, denn die Necrons, sie haben diese Fähigkeit. Brauchen wir noch Aktivierungskern, aber sie haben diese Fähigkeit. Damit kann man sich zu seiner Basis teleportieren. Ist das nicht schön? Hier bauen trotzdem eine Gauss-Kanone unten auf. Selbst wenn man sieht, dass sie jetzt schon ein Nachteil sind. Und rennen wie die Weicheier. Haha. Aber wir haben keinen Saft mehr. Ihr seid unbeschäftigt, ihr könnt mal den Horsposten erobern. Reliquie. Ebenso wie ihr das da erobern könnt. Und das da machen könnt. Naja, die Necrons. Unglaublich heftige Armee noch, also so. Die sind einfach nur genial, mehr nicht. Falls ihr euch fragt, was die Super-Einheit von denen ist. Das ist unsere Basis. Genau das Ding ist unsere Super-Einheit. Nicht wie bei den Adeptus oder bei den Chaos, so ein riesiger fetter Dämon. Nein, das ist unsere Hauptbasis. Das Ding kann man nämlich aufrüsten, der Monolith hier. Der rüstet sich schon, naja, wie sonst bei jeder Basis auch, rüstet sich das Ding auf. Und naja, so funktioniert's halt. Das rüstet jetzt immer wieder auf und als Ende können wir das Ding so weit aufrüsten, dass es sich von selbst bewegt. Das Schöne ist, wenn es fast kaputt ist oder fast zerstört, dann teleportiert es sich aber wieder zurück zur Basis. Ist das nicht genial? Also ich weiß nicht, aber die Necrons sind schon doch ziemlich genial. Das einzige und Blöde an denen ist Gruftsprinnen. Gruftsprinnen und der Necronlord. Wenn die sterben, also nehmen wir an, der würde hier verrecken, der wird dann auch hier liegen bleiben, bis ich ihn erneut rufe. Wenn ich ihn erneut rufe, steht er auch hier wieder auf. Ebenso wie die Wracks der Gruftspinnen. Naja, die stehen da auch auf. Wenn man welche baut, dann stehen sie auf und wenn sie hier sterben, dann bleiben sie auch da. Es gibt keine neue, die hier gespawnt werden. Nee, die muss man im Schlachtfeld wieder beleben.
Das ist vielleicht ein bisschen dämlich an den Necrons, aber ansonsten ganz, ganz praktisch. So, verbotene Archiv. Gehen wir mal hier zu. Also der Necron Lord, also da das Archiv ist dazu gedacht, den Necron Lord anders aufzurüsten. Nämlich mit Fähigkeiten. Was haben wir eigentlich? Hochspannungsfeld, okay, das sorgt dafür, dass die Waffen der Leute nicht funktionieren. Man kann auch nur 3 Fähigkeiten auswählen. Warte, muss ich mal gucken. Feinde bewegen sich in Zeitlupe? Echt? Es könnte bestimmt interessant werden. Was? Der rüstet das dann so auf, okay. Phasen. Ermöglicht regelmäßig infiltrierte Einheiten. Das blendet Gegner. Ach, machen wir das da ein Schutzschild. Oh, 400, wow, das Gott war ganz schön viel, meine Fresse. Wir machen einen Mag. Wow. Das kostet jetzt aber verdammt viel, so. Ach nee, doch nicht. Ihre Verteidigungsmasse ist nicht so groß. Wir können nur 4 Gauss-Kanonen bauen anstatt 6. Das ist vielleicht das Problem an Necrons, aber ansonsten helfen die Truppen ganz gut aus. So, wir machen nochmal Extinktoren und Albträume. Extinktoren, das sind die Panzerabwehr, wenn ihr so haben wollt. So, ihr geht mal vorwärts. Wir warten auf den Truppen, dann bauen wir die Albträume. So albträumisch. So. Also für den Anfang dürfte das ja wohl reichen. Ihr Gruffelf. Also die Necrons, die sind einfach so genial. Ich bin sogar sicher, dass wir das auch schwer schaffen. Und ich wette, nachdem ich diesen Satz gesagt habe, werde ich es nicht schaffen. Coole Logik. Das hier mal ein bisschen aufrissen. Und, wir bauen einfach noch ein paar Gauss-Kanonen mehr. Wieder weg. Ja, also, naja, wie gesagt, die können sich teleportieren. Ist ganz praktisch. Die müssen sich trotzdem noch ein bisschen aufrüsten. Was hat denn der eigentlich für Fähigkeiten? Hier blendet. Machen wir das mal. Und jetzt? Jetzt sind sie geblendet, oder wie? Keine Ahnung, sieht so aus, was weiß ich. Ich werde im Laufe der Zeit mal die Necrons mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich weiß, dass es ja im verbotenen Archiv eine Fähigkeit gibt, wo man die Toten wieder erwecken kann. Hier die zum Beispiel. Die Necrons liegen da jetzt so halb zerschrottet hier. Die kann man wiederbeleben. Denn, was ich doch ganz gerne als Taktik benutze, ich gehe zu einer Schlacht, hier liegen dann so 100 Necrons rum, die ich dann verloren habe, und ich wiederwecke sie einfach. Da kommt einfach so eine übermäßige Power, und mit den Einheiten, die man hier zusätzlich rufen kann, ist das nur krank. Mehr nicht. Das ist so genial, der so. Ich kann echt nur Gutes sagen. Ja, ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten. So. Wir bauen noch eine letzte Gauss-Kanone. Hier geht man auch mal vorwärts. So. Okay, die sind bereit. Wie wählt man das nochmal aus? Q oder H? Irgendwie sowas. Ich würde schon ganz, ganz schnell auf mein Hauptquartier klicken können. Welche Taste war denn das? Das ist die Baueinheit, Forschungsverbesserung. Ja, können wir auch mal machen oder so. Ja, es dürfte eigentlich reichen fürs erste. Wow, was war das denn? Ach, das Chaos. Das ist ja bestimmt irgendwie so ein Necron-Lord. Nee, Quatsch. So ein. Ach, da liegt der ja. Der Voodoo-Magier. Oh, Bevor ich noch was vergesse, Leichen bleiben ganz hoch. Zerstörung bleibt auch ganz hoch.
Ja, es muss einfach sein. Blöd, dass man sowas im ersten Part machen muss, aber ich jetzt vorher machen müssen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so mache, aber an aggressives, nee, das wollen wir nicht. Einheitenreaktion. Was heißt das denn? Lassen wir es mal an, klingt gut. Sound, ganz wichtig. Sprache muss ganz hoch sein, Musik kann so bleiben, Effekte muss auch mal ein bisschen höher sein. Ja, ja, warte mal, stellen wir noch ein bisschen so. Das stellen wir so. Und das stellen wir so. So. Lol. Und jetzt gehen wir zur Schlacht. Mit der unsterblichen Armee. Die Armee of Death. Death. This is the name of this army. Hihihihi. Übrigens. So. So rufen übrigens die Albtraumeinheiten. Die gehen jetzt mal wieder rein. Ich wollte nur das da machen. So, das lädt sich mal auf. Ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Der Necronaut ist einer der schnellsten Einheiten. Das ist auch ein Nachteil der Necrons, dass sie so lahm sind. Aber es finde ich nicht so ein Problem, aber ja. Kann man sehen, wie man will. Ich finde es praktisch. Denn wir halten sie nicht vor jedem blöden Panzer an. Ich hätte mir mal ein paar Paria. Naja. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, aber der Paria-Typ da, Thomas Madison oder irgendwie sowas, der ist wirklich der einzigste Sprecher hier. Oh, die sollten nicht in die Schlacht vorausgehen. Wir machen mal das und gucken, wie es wirkt. Ja, sie laufen wirklich in Zeitlupe. Zack. Also, der Necron dort killt auch so voll cool. Schmeißt ihn einfach weg. Vielleicht habe ich die ein bisschen zu überschätzt. Die Necrons, kann das sein? Oh, jetzt hat die Schnauze voll. So, hier kommt man da raus. Wir bauen das mal direkt hinterher. So, die Albtraumeinheiten sind natürlich unsere Nahkämpfer. Was schön ist. So, wir holen hier wieder nach. Nein, die Zeit ist bestimmt noch nicht rum. Ich werde erstmal die erste Mission wenigstens machen. So, wir werden die natürlich nicht entkommen lassen. Wir sind die Necrons, also hallo. Die Penner werden jetzt verdammt nochmal sterben. Die hängen fest. Na super. Das ist ja mal ganz hervorragend. Na gut. Muss er sich halt her teleportieren. So, eine Attacke. Vernichtet die Schweine. Die Necrons, ja, die können das auch. Das ist eigentlich ganz gut. Dann machen wir das. Die senden wir mal zurück. Die gehen mal wieder in die Festung rein, damit ich sie wieder rufen kann. Brech ihnen das Rückgrat. Brech ihnen das Rückgrat. Ja, ist gut. Ey, deswegen hasse ich das Chaos, ey. Die schreien hier so wie. Es ist einfach nur bekloppt. Ja, der Necron-Fuzzi müsste eigentlich hier oben rumlummern. Das Chaos. Das müsste da oben rumhängen. So, wir machen mal Zeitlupe. So, dedet. Ihr Exi-Dingens, ihr zerstört das. So, Attacke. Ruhestehen das Rückgrat. So. Wir machen das einmal. Wir bauen mal zwei mächtige Fahrzeuge, damit ihr sie auch mal sehen könnt. Wenn ihn da drin. So, die wissen schon, was sie machen. So, zerstört das mal. Ja, also, das ist jetzt ein bisschen doof mit Necrons, dass ich das nicht erobern kann, aber okay. Wenn das halt so sein soll, dann ist es halt.
Naja, die Necrons sind halt nicht die schnellste, deswegen dürfte es ein bisschen längeres Let's Play werden. Aber es ist kein Problem. Ich find's so witzig, dass die Albträume den ganzen Weg hier bluten. Die Albträume sind wirklich Albträume. Die heißen so, weil sie einfach nur mit Haut überdeckt sind. Das ist so krank. Unser Necron-Lord hat die Macht der Erde. Hätte man schon fast das Gefühl. Oder die Macht des Todes. Ey, seht ihr, was ich meine, ey? Ey, die gehen mir auch so auf den Keks, diese Berserker. Ich könnte nie neben so einer Armee spielen, die ganze Zeit so rumbrüllt. Also. Das wäre zu viel für mich. Die schreien die ganze Zeit: Brech den das Rückgrat! Brech den das Rückgrat! Und im Gegensatz hierzu. Ganz still. Still und leise. So wie ich es haben will. Hier bauen wir noch einen schweren Destruktor und Positionspunkt ist da oben. Ihr geht da nicht weg, ihr attackiert die Kaserne. So. Und die Necrons Fahrzeuge sind das da halt. Die sind halt ganz, ganz schnell. Was, also, Necron Fahrzeuge sind nicht so die Highlights. Also, es ist nicht wirklich die Stärke eines Fahrzeugs. Das kann man schon mal sagen. Es ist überhaupt nicht stark, aber na, was will man machen? Wir bauen mal einen Energiekern. So. Das haben wir auch schon aufgerüstet. Dann machen wir das hier nochmal. So. Du killst mal diesen Ketzer. Jetzt wo Necron-Panzer, ihr geht hoch. Wir lassen mal alle versammeln. Wir zerstören nochmal die Kraftwerke. Ich hoffe, dass dann ein Dings fertig. Ach, scheiß drauf. Anders als bei Zollsturm. Verschwindet das ja nicht einfach, wenn man ein Gebiet verteidigt, was auch gut ist, ehrlich gesagt. Sie haben die Küste von Moor, ja, erobert. Sie haben die Warp-Wahnsinnigen Diener der Chaos-Götter ausgelöscht. Ja, wir haben jetzt Gruftkrieger-Trupp. Die Irrengarde kennen wir ja schon alle. Wenn nicht, es gibt besondere Truppen immer, wenn man eine Schlacht gewinnt an ein neues Gebiet. Ja. Skillverhältnis von 3,1. Ja, ja, das kennen wir ja schon alles. Erste Schlacht. Für gewisse Ereignisse, also für gewissen Anzahl an Siegen oder Toten oder sonst was, gewinnt man Ausrüstungsgegenstände. Häutungskling. Den Moralverlust erhöht. Der klingt ja gesund. Ah, verstehe. Gut gegen Panzer, so wie ich das da gerade lese. Necron-Versiegel. Ah, okay. Für ein Schießen. Also der Necron-Lord ist sowieso kein Schießer, deswegen ist es eigentlich wurscht. Er ist ein Nahkämpfer. Der ist auch die einzigste Kommandoeinheit, die man nicht in der Gruppe intrigieren kann. Ich hole mir vielleicht das da, gegen infiltrierte Einheiten. Das ist ganz praktisch. Oh. Das ist aber auch nicht schlecht. Erhöht ganz schön die Panzerung. Das Herz. Erhöht die Genesung. Klingt auch ganz gut. Okay. Der Todesschleier. Leuchtet der denn schön grün? Was nehmen wir denn? Ich nehme die Maske. Ich habe keine Lust, gegen infiltrierte Einheiten zu kämpfen. So. Ja. Dies ist die Provinz, die ich erobert habe. Dann speichern wir nochmal. Ich hoffe, für den ersten Part war das genug erklärt, was ich an den Necrons mag und was die Nachteile von denen sind. Ja, also, erster Part muss man sowas erwähnen, glaube ich. Ansonsten, für die Leute, die Dawn of War, Dark Crusade nicht kennen, oder allgemein Dawn of War, ja, ansonsten, ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ade.